Du hast einen schmerzhaften Fersensporn? Hilf dir selbst. Mit unseren neuen Übungen kannst du die Spannung in der Fußsohle reduzieren und wirst schnell wieder schmerzfrei. Mit dem Flossingband kann man eine Kompressions- und Dekompressionstherapie von Fußsohle und Sprunggelenk erreichen. Besonders effektiv wird diese Übung zur Mobilitätssteigerung des Sprunggelenkskomplexes und zum Auflösen von Verklebungen in den Faszien durch das Wadenheben unter der straffen Wicklung. Durch das An- und Abwickeln des Bandes kommt es zu einer besseren Ernährung des Gewebes, sowohl von der Plantarfaszie als auch von der Achillessehne. Das exzentrische Wadenkrafttraining ist die wichtigste Übung für Patienten mit Schmerzen im Bereich der Achillessehne oder der Plantarfaszie, im Volksmund auch Fersensporn genannt. Es werden dabei 6×15 Wiederholungen am Tag durchgeführt und das Übungsprogramm wird ohne Pause für wenigstens 12 Wochen durchgeführt. Aus dem Hochzehenstand wird die Ferse langsam exzentrisch herabgelassen und dann wieder zurückgeführt über Wadenspannung in den Hochzehenstand. Um Schmerzen im Bereich der Fußsohle, insbesondere bei Plantarfaszitis, dauerhaft effektiv zu beseitigen, ist eine gute Stabilisierung des Fußes durch kräftige Muskeln sehr wichtig. Es eignet sich hierfür eine Kräftigungsübung auf dem Stabilisationstrainer, die 3-mal für 1 Minute durchgeführt wird. Der Zehen- und Hackenstand wird dabei bei möglichst gerader Haltung des Rumpfes jeweils bis zum maximal möglichen Bewegungsausmaß durchgeführt. Die Dehnung der Fußsohle ist bei der Plantarfasziitis, also bei fersenspornartigen Schmerzen, sehr, sehr wichtig. Man begibt sich hierfür in die tiefe Hocke und kippt dann in Richtung der Knie nach vorne und hält dabei den Ballenbereich bei gestreckten Zehengelenken auf dem Boden. Hierdurch kommt es zur Dehnung in der Fußsohle. Die Dehnübung sollte wenigstens 20 Sekunden gehalten werden. Da die Wadenmuskulatur in einer funktionellen Kette mit der Muskulatur der Fußsohle arbeitet, ist auch bei fersenspornartigen Schmerzen die Dehnung der Wadenmuskulatur sehr wichtig. Es wird hierfür ein langer Ausfallschritt nach hinten durchgeführt und der Fuß zeigt dabei gerade nach vorne. Bei gestrecktem Knie wird die Hüfte leicht nach vorne geschoben und dadurch die Dehnung in der Wade erzeugt. Die Übung wird sowohl mit gestrecktem Kniegelenk als auch bei kürzerem Ausfallschritt mit gebeugtem Kniegelenk durchgeführt. Beide Übungen sollten für jeweils 20 Sekunden gehalten werden. Die Fußsohlenmuskulatur kann mit einem Triggerpunktmassageball effektiv entspannt werden, um die Schmerzen bei fersenspornartigen Beschwerden zu lindern. Man rollt stets nur die Muskulatur im Fußgewölbe und nicht die knöchernen Anteile des Fußes, um die muskulären Verspannungen und somit die Triggerpunkte gezielt zu lockern. Neben dem 10-maligen Vor- und Zurückrollen können auch einzelne besonders schmerzhafte Areale durch gezieltes punktuelles Vor- und Zurückrollen bearbeitet. Das myofasziale Release der Wadenmuskulatur, also das gezielte Entspannen der Muskeln und das Lösen von Verklebungen der Faszien mit einer Faszienrolle, ist bei Schmerzen im Bereich der Wadenmuskulatur, die immer im Zusammenhang stehen, auch mit Schmerzen im Bereich der Fußsohle, eine besonders effektive Therapie. Man darf nicht glauben, dass man bei Schmerzen der Ferse nur diese behandeln sollte. Die Funktionskette Wade-Fußmuskulatur muss immer ganzheitlich bearbeitet werden. Man kann dieses Training in 3 Stufen durchführen. Als erstes rollt man nur ein Bein unter Gewichtsentlastung mit dem anderen Bein, was für viele Menschen, die diese Übung zuvor nicht durchgeführt haben, durchaus Beschwerden verursachen kann. Wenn man diese Übung besser verträgt, kann man den Schwierigkeitsgrad steigern, indem beide Beine parallel auf die Rolle gelegt werden.
Und wenn man noch höheren Druck auf die Triggerpunkte bringen möchte, dann überschlägt man das eine Bein über das andere Bein und fährt mit der Übung fort. Üblicherweise rollt man 10-mal vor und zurück, kann allerdings die Übungsintensität steigern, indem man einzelne schmerzhafte Triggerpunkte mit gezielten Vor- und Zurückbewegungen bearbeitet. Die Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur gehört unbedingt zur Therapie von fersenspornartigen Schmerzen, also Schmerzen unter der Fußsohle, dazu. Natürlich wirkt es auf den Laien befremdlich, eine ganz andere Region zu dehnen als die, die wehtut, aber die myofasziale Kette, also die Verkettung von Muskeln und Faszien, reicht von der Fußsohle über die Wade bis in die hintere Oberschenkelmuskulatur und den Gesäßbereich. Und man kann den Spannungszustand in der Fußsohle, der Schmerzen verursacht, nur effektiv bekämpfen, wenn man die ganze hintere Kette aufdehnt. Die hier gezeigte Übung, die idealerweise mit geradem Rücken durchgeführt wird, was allerdings wie in diesem Falle bei starken Muskelverkürzungen schwer durchführbar ist, wird idealerweise für 20 Sekunden gehalten. Die tiefe Hocke ist eine Schlüsselübung für die Therapie von fersenspornartigen Beschwerden im Bereich der Fußsohle. Zum einen wird bei dieser Übung die Mobilität im oberen Sprunggelenk gefördert, was die Beweglichkeit von Fuß- und Wadenmuskulatur steigert. Zum anderen wird der Gesäßbereich und der untere Rücken effektiv gedehnt, wie es mit keiner anderen Übung möglich ist. Sind schon sehr starke Verkürzungen vorhanden, wie in dem hier gezeigten Falle, ist es erforderlich, sich zu Beginn dieser Übung an einem Gegenstand oder an einem Trainingspartner festzuhalten, weil sonst Gefahr droht, nach hinten überzukippen und die Übung nicht korrekt durchführen zu können. Man kann diese Übung über zunächst 20, 30 Sekunden, später auch gerne einige Minuten aufrechterhalten, um die Mobilität an den genannten Stellen zu fördern. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann sieh dir doch die lange Version dieses Filmes an. Dort kannst du sehen, wie ich in meiner Praxis derartige Verletzungen diagnostiziere und therapiere. Und wenn du mit anderen Läufern in Kontakt treten willst und dich austauschen möchtest, dann nutze gerne die Kommentarfunktion in diesem Kanal. Ich bin Matthias Marquardt, dein Laufexperte.